Insulin
Nummer 2 verdient das durch den Unterhalt mit der Landeskirche bereits. Und das zweite ist das GEP, das Gewerkschaftsverbindung mit der Polenpartei. Ich werde im kommenden Woche das durch den Unterhalt mit der Landeskirche. Was machen die? Noch einmal ein bisschen anders dargestellt, nach dem Tiefaufwissen, wenn sie gegessen haben, wenn sie nicht gegessen haben, dann wird das GEP-1 aus den Eltern des Dünndarms ausgeschüttet. Und dieses GEP-1 bewirkt dann verschiedene Dinge. Einerseits stimuliert es die Beta-Zellen, glukoseabhängig, also wir haben eine Vitaminausschüttung, glukoseabhängig. Zweitens wird die Glukose-Sekretion gehemmt, das ist sicher etwas von ganz innovativen, dass eben auch nicht nur das Insulin stimuliert, sondern auch der Genstil, das Glukagon gehemmt wird. Als drittes wird die Magenentleerung und die Magenmotilität gehemmt. Das führt also zu einem höheren Sättigungsgefühl und einem geringeren Appetit. Und die Tiermodelle wird gezeigt werden, und das dann auch beim Menschen so ist, das ist noch nicht bewiesen, dass die Beta-Zellen erhalten bleibt und sogar zunimmt und die Beta-Zellenfunktion nicht abfällt. Das wäre sehr wünschenswert, was ich heute gezeigt habe. Jetzt ein Problem, das wir lange Zeit gehabt haben und das verschiedene Personen sehr stark beschäftigt hat, ist, dass das GLP-1 relativ schnell abgebaut wird. Wenn Sie nochmals dargestellt mal zeigt, dann wird das GLP-1 stimuliert, das ist aktiv GLP-1 und dann haben wir GLP-1 wirken. GLP-1 kann aber relativ schnell innerhalb von 2-3 Minuten abgebaut werden. Diese GLP-4, diese Glykolipidase-4 in ein inaktives GLP-1, also diese ersten 2 bis 9 werden abgetrennt. Das ist nicht mehr aktiv. Jetzt, bis man pharmakologische Substanzen hatte, die dann wirklich auch länger wirken, ist es doch mehr als fast 2 Jahrzehnte gegangen. Aktuell kennen wir diese 4. Diese 3 GLP-4-Inhibitoren, die haben in der Schweiz jetzt auch gemacht, das sieht man mit dem Sitagliptin. Neu, ganz neu kam es auch in der Schweiz, das Sitagliptin 2-mal betrachtet, das Sitagliptin am EU auch schon seit 2 Jahren, das ist jetzt 2-3 Monate abzulassen. Die GLP-1-Analoga, das ist eine andere Gruppenmedizin für die, das ist eine andere Gruppenmedizin, die ist ebenfalls. Jetzt gehen wir auf diese 2 Gruppen rein und beginnen mit dem also GLP-4 heißt IP-Tyrase-4. Das ist diese Enzyme, das die GLP-1, das aktive GLP-1 abbaut, das inaktive. Und wenn jetzt diese GLP-4, also IP-Tyrase-4 gehemmt wird, dann gibt es eben mehr GLP-1, das aktive, und das inaktive wird dann weniger schnell entstehen. Dann haben wir eine längere GLP-1-Wirkung, die länger bleibt. Das hat dann folgende Effekte in diesen klinischen Studien. Ich zeige Ihnen eine schöne Übersichtsarbeit von Drucker und Lauf. Da sieht man eigentlich, dass das, diese GLP-4-Hemmung, diese Glykolipidin, das HBSC etwa 0,5 bis maximal 1,6 senkt. Und hier blau, hellblau, Sitagliptin, das ist aus, und so ein bisschen violett mit dem Sitagliptin, das ist schön. Wenn man diese Gruppen vergleicht, also diese verschiedenen Präparate vergleicht, sind die alle etwa gleich gut und gleich wirksam. Also das ist noch wichtig zu wissen. Also es gibt nicht, dass das Sitagliptin potenter wäre wie das Sitagliptin oder das Sitagliptin. Das ist die gleiche, die ich Ihnen zeigen möchte, dass das HBSC ist, praktisch gleich gesenkt. Nimmst bei das Sitagliptin oder Sitagliptin, das gibt einfach das Sitagliptin. Der Effekt auf das Körpergewicht ist vorteilhaft, man nimmt nicht Gewicht zu mit diesem Präparat. Hier nochmals hellblau Sitagliptin, violett das Sitagliptin, also gewichtsneutral oder allenfalls ein bisschen Gewichtsreduktion. Bei der GLP-1-Analog ist das Prinzip ein bisschen anders. Das beginnt mit dieser Achse, die Sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben, dass die da unten was lebt, so in New Mexico und Arizona, in diesen Wüstenregionen. Dort kommt man speichern und speichern müsste dieses E-Sinetin-4 nachweisen und das hat eine sehr ähnliche Molekularstruktur des GLP-1. Wird stärker und hat eine längere Halbwertszeit. Die Firma Amylin hat dann dieses E-Sinetin synthetisch hergestellt, der Name ist E-Sinetin. Und diese hier schwarzen Amylin, also die Amylin-Schwarzen sind diejenigen, die
Position haben wie bei Menschen, und die meisten sind diejenigen, die älter oder jünger sind, also unterschiedlich sind bezüglich des menschlichen Gehirnwerts. Das Exonin 4, also das Exonatid, wird rasch rezoniert dann und hat eine längere Haltzeit, also resistent gegen diese DDP4-Mechanismus. Muss zweimal gespritzt werden, wir gehen mit 5 Mikrogramm Subkutan morgens und abends, und dann nach einem Monat mit Strahlen nach 10 Mikrogramm. Das wird ziemlich gut. Das andere Präparat, das wir jetzt zur Verfügung haben, seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, das Liraglutid oder Victrosa-Vanoacalan, ist eine GLP-1-Abfolge, und Sie sehen hier, diese Aminosäure sind jetzt noch sehr ähnlich mit der menschlichen GLP-1, es hat nur noch zwei unterschiedliche GLP-Aminosäuren, die etwas aussehen wie beim menschlichen GLP-1. Das Prinzip, das ist der Aminosäure, das ist wiederum ähnlich bei dem hier, also beim Verzögerten, also beim Langexamtinhalon. Es hat ebenfalls eine freie Fettsäure hier, diese Malbotoylsäure, die am Albumin bindet, und dann gibt es eine langsame Resorption und auch eine längere Haltzeit von 19 Stunden. Man appliziert das einmal pro Tag, am Morgen 0,6 Milligramm beginnt man, man kann steigen auf 1,2 oder maximal 1,8 Milligramm pro Tag. Der Effekt ist ein bisschen stärker, wenn man es jetzt vergleicht mit dem DPP4-Hemmer. Die HbA1c-Senkung ist etwa so 0,8 bis 1,5 bei den Stärksten. Hier hellgrün das Exenatid, das Bayetta, und das dunkelgrüne sind das wiederum das Victoza. Hier gibt es ebenfalls eine Vergleichsstudie, und hier sieht es ein bisschen anders aus. Also das Liraglutid senkt das HbA1c stärker wie das Bayetta zweimal pro Tag. Das ist Liraglutid 1,8 Milligramm verglichen mit 2x10 Milligramm Bayetta. Ist das signifikant, wurde da der HbA1c-Wert signifikant verbessert. Bezüglich Körpergewicht haben wir ebenfalls eine sehr erfreuliche Wirkung. Das Körpergewicht nimmt ab, also ein Hauptproblem, das wir aktuell immer gehabt haben, dass die Personen eher Gewicht zunehmen, ist hier nicht der Fall, dass diese Personen Gewicht abnehmen, etwa 2 bis 3 Kilo, je nach Studie und Studiendauer mit Bayetta und auch mit Victoza. Wenn man das jetzt vergleicht, das GLP-1-Analog und das GLP nochmal zusammengefasst, die Insulinsekretion wird mit beiden Substanzen stimuliert. Die Glucagonsekretion, das ist sicher ein großer Vorteil, wird bei beiden Substanzen gehemmt. Die HbA1c-Senkung ist ein bisschen potenter mit dem GLP-1-Analog im Vergleich zum Gliptin. Das Gewicht wird hauptsächlich das GLP-1-Analog reduziert. Gliptine sind neutral, diese GLP-4-Hemmung. Hypoglykämien treten keine auf, wenn man es solo gibt, oder mit Metformin, wenn man es natürlich zusammen gibt mit dem Sulfonylstoff, dann kann es ebenfalls natürlich Hypoglykämien geben. Wichtig ist zu wissen, dass die Nebenwirkungen bei den DPP4-Hemmungen sehr gering sind, aber beim GLP-1-Analog ist es so, dass die Personen vor allem in den ersten 2, 3, 4 Wochen doch häufige Übelkeit klagen. Beim Bayetta ist es etwa so 40%, beim Victoza sind es etwa 20%. Die Verabreichung ist auch wichtig zu wissen, also dass GLP-1-Analog gespritzt werden und die anderen, die DPP4-Hemmung kann geschluckt werden. Das ist sicher einfach zu instruieren. Jetzt eine wichtige Studie, die ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, ist ganz neu in Lancet publiziert worden letzte Woche, ist, wie wirkt denn dieser GLP-1-Analog im Vergleich zu den DPP4-Hemmungen. Vorher haben wir nur indirekte Hinweise gehabt, ob das HbA1c wirklich stärker gesenkt wird mit dem GLP-1-Analog. Diese Arbeit zeigt ganz klar, dass das HbA1c besser, potenter und auch länger effektiver gesenkt werden kann mit dem Liraglutid hier im Vergleich zum Januvia, das ist beides signifikant. HbA1c-Senkung hier etwa 1,2-1,3% und hier mit dem Sitagliptin etwa 0,8%. Ebenfalls wird das Gewicht besser gesenkt, das ist eigentlich auch indirekt schon erwartet worden, aber hier kann man das nochmals Hand-to-Hand bestätigt sehen, dass das Gewicht ein bisschen abnimmt mit dem Sitagliptin und mit dem Liraglutid, nimmt es doch etwa 2,5 Kilogramm ab innerhalb von einem halben Jahr. Jetzt, was die neuen Trends haben, ich habe vorgebeten, dass ich noch ein bisschen über das spreche, was die Inkretine noch allenfalls zusätzlich machen können oder wo die Entwicklung hingeht. Eine wichtige Frage, die ich auch immer wieder gestellt habe, ist, wenn man die Patienten, den man mit Metformin behandelt hat, der HbA1c-Wert ist nicht gut im Blut.
machen, sondern jetzt zu Füllerstoff als nächstes dazugeben oder ein Incretin-Präparat. Das nächste ist, GLP-1-Analoga werden länger wirken, das gibt es schon in neueren Analoga, und dann allenfalls die Kombination mit Insulin. Ich möchte auf diese drei Punkte kurz eingehen. Zuerst Metformin plus Gliptin versus Metformin und Sulfonylarenstoffpräparat. Das sind neue Daten aus einer langen Studie, 2 Jahre. Da wurde hier die Nüchternplattenglucose sehen. Es gibt praktisch keinen Unterschied bezüglich Blutzuckerkontrolle Metformin und DPP-4-Hemmer versus Metformin und Sulfonylarenstoffpräparat. Das Glipizid wirkt etwa ähnlich lang wie das Diamicron 18, also das altbewährte Diamicron. Der HbA1c-Senkung ist ebenfalls etwa gleich, das ist nicht signifikant, etwa 0,5% geht das runter. Das gleiche kann mit dem Liraglutid zeigen, also Metformin und Liraglutid, das ist aus der LEAD-2-Studie. Sie sehen hier, das Grüne ist das Glimepirid, das Amaryl, 4 mg. Sie sehen im Gesamten im Vergleich zu den Liraglutid-Armen 0,6, 1,2 und 1,8 ist die Senkung sicher eigentlich gut mit dem HbA1c. Für mich persönlich, das ist persönliches Leben, es gibt andere Diabetologen, die sagen, man soll nicht mehr Sulfonylarenstoffpräparate verschreiben, die haben immer noch ihren Platz. Die Blutzuckerkontrolle ist ähnlich gut, wenn man mit Sulfonylarenstoffpräparaten fährt oder mit den Incretinen. Der Vorteil bei den Incretinen, denke ich, ist sicher so, dass es eine geringere Gewichtszunahme vorhanden ist und weniger Hypercholesterin stimmt. Was wir jedoch nicht wissen, ist, wir haben keine gute Evidenz bezüglich mikrovaskulären und auch bezüglich der makrovaskulären Komplikationen. Immerhin haben wir aus der UPPS sehr schöne Daten, dass die Sulfonylarenstoffpräparate signifikant die makrovaskulären Komplikationen vermindern und auch die makrovaskulären Komplikationen langfristig vermindern können. Das Nebenwirkungsprofil ist meines Erachtens nicht ganz komplett bekannt. Ich bin aus Zeitgründen nicht ganz so intensiv darauf eingegangen, aber es gibt Berichte, dass mit den DPP-4-Hemmern schwere Haut Ausschläge entstehen können, so sind übrigens Johnson-Exantheme zum Beispiel, oder bei den GLP-1-Analogen kann es auch zu einer akuten Pankreatitis kommen, also bei Maretta und verschiedene Berichte in der FDA kolportiert, dass es akute Pankreatitiden geben kann, und dann ist immer noch diese Frage, ob das Liraglutid nicht doch an Miskomer C-Zellen hyperplasiert, allenfalls mit der Schilddrüsenkarzinom generieren kann. Dieses Problem ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Und das Letzte ist, diese Therapien sind teurer, deutlich teurer, einfach zur Erinnerung, Tageskosten, Januvia, aber auch das Saxagliptin, das Omalizumab und auch das Galbus, die kosten etwa 2,70 pro Tag, im Vergleich zum Metformin 50 Rappen oder zum Frierstoff 80 Rappen. Und die GLP-1-Analogen sind noch viel teurer, die kosten 5,60 Franken, respektive fast ab 6 Franken pro Tag. Jetzt das nächste Thema, das ich noch anschneiden möchte, sind diese langen oder länger wirksamen GLP-1-Analogen. Es tut mir leid, dass diese Schrift einmal verzogen ist. Hier eine Arbeit aus dem Lancet, Exenatid 2 mal pro Tag gespritzt, versus das Exenatid LIR, das sind 2 mg pro Woche. Und man sieht hier schön, sehr schön, dass das HbA1c noch potenter gesenkt werden kann. Es ist signifikant, also mit LIR fast 2% gesenkt in dieser Studie. Es gibt auch schon neuere, noch nicht auf dem Markt lancierte GLP-1-Analogen, das Dasproglutid, auch das Albiglutid, das sind GLP-1-Analogen von anderen Pharmafirmen. Hier eine kurze Studie, 8 Wochen, aber Sie sehen, dass HbA1c schon innerhalb von 8 Wochen deutlich runtergeht mit diesen verschiedenen Dosen. Das Probiotid, die wurden einmal oder sogar nur jede zweite Woche gespritzt, ebenfalls hochsignifikante Reduktion des HbA1c. Was mich persönlich immer fasziniert hat und schon länger eigentlich gefragt habe, ob man diese Incretine allenfalls mit Insulin kombinieren kann, wie das Metformin, das wir ja häufig haben, Metformin und ein Wasserpuls-System. Und da gibt es, denke ich, wäre das eine attraktive Kombination. Es gäbe eine geringe Gewichtszunahme, die wir immer wieder sehen mit dem Insulin. Es bräuchte allenfalls ein bisschen weniger Insulin und es gibt allenfalls auch weniger Hypoglykämie. Die Evidenz ist sehr spärlich und es ist auch noch nicht zugelassen, nicht, dass jemand jetzt nach Hause geht und das anfängt zu machen. Also es ist noch nicht zugelassen, dass man das mit Insulin kombinieren kann. Es gibt eine Studie, die schon 2,5 Jahre alt ist, von Vivian Fonseca. Da hat man das Insulin, intervention-therapierte Patienten, alle noch wieder Glipizid dazugegeben, der Eindruck
Und das wäre jetzt sehr signifikant runtergekommen, also mehr 0,5%. Das war hoch signifikant. Was mich noch viel mehr fasziniert hat, dass diese Personen weniger Hypoglykämien gemacht haben, die in der Bilderbegleitgruppe waren. Das war doch sehr erstaunlich. Ich fand keine schweren Hypoglykämien. Keine. Das hat mich sehr fasziniert. Jetzt zurück zu diesen Herausforderungen, die ich am Anfang gezeigt habe. Was sicher der Vorteil ist bei den Incretin-Präparaten, ist, dass keine Gewichtszunahme vorhanden ist oder sogar ein Gewichtsverlust. Das Hypoglykämie-Risiko sicher nicht vorhanden ist, wenn man es nicht mit den Sulfidstoffpräparaten kombiniert. Was wir nicht so richtig wissen, ist, ob die Blutzuckerkontrolle sich langsamer verschlechtert im Vergleich zu den Sulfidstoffpräparaten. Es gibt Leute, die das behaupten. Es gibt keine Studie, die es bis jetzt gezeigt hat. Wir wissen auch nicht, ob die Beta-Zellmasse weniger schnell abnimmt, ob das kardiovaskuläre Risiko reduziert werden kann oder potent reduziert werden kann und ob das eine Hilfe ist, diese komplexen Therapien im Verlauf zu reduzieren. Das weiß ich auch nicht. Jetzt einen kurzen Ausblick, das ist nur kurz, ja. Diese Fluzine, diese SGLT2-Inhibitoren, die werden kommen, da bin ich überzeugt, die Phase 3-Studien sind abgeschlossen, dass Sie das ein bisschen schon gehört haben. Ich möchte nochmals auf die Pathophysiologie noch kurz nochmals zurückkommen, das haben Sie schon gesehen. Das ist eine gestörte Insulinsekretion in der Beta-Zelle, eine Insulinresistenz am Muskel und am Fettgewebe und eine gesteigerte Gluconeogenese in der Leber. Das Ziel wäre ein HbA1c von 5 mmol, das sieht man jetzt nicht gut, das wäre wieder das Land geworden, das hat 5. Und wenn das auf 10 mmol ansteigt, dann gibt es eine Glucosurin, dann haben wir diese Nierenschwelle erreicht. Jetzt wissen wir, dass die Niere ja ein sehr gut filtriertes Organ ist und 180 Liter pro Tag eigentlich durch die Niere gespült werden. Etwa 900 Milligramm pro Liter Glucose darin enthalten ist. Es gibt etwa 162 Gramm pro Tag, werden mal mindestens durch die Niere filtriert. Die große Mehrheit des Zuckers wird dann wieder zurückresorbiert. Und dieser Hauptmechanismus ist dieser Sodium-Glucose. Transporter 2, SGLT2, der reserviert das meiste zurück. Und bei den gesunden Personen oder diejenigen Patienten, die einen Diabetes haben und einen erhöhten Blutzuckerwert haben, unter 10 Jahren keine Glucosurin, da kommt keine Glucose im Urin daher. Jetzt, als Modell gibt es die Personen, die eine familiäre renale Glucosurin haben. Ich möchte hier dieses Schema nur kurz schnell zeigen. Die Glucose-Reabsorption ist eigentlich immer zu 100% und wird dann aber hier ein Plateau erreichen, wenn der Blutzuckerwert über 10 mmol ansteigt. Bei diesen Patienten, die eine familiäre renale Glucosurie haben, ist diese Reabsorption geringer, also die haben dann früher eine Glucosurie. Und der Typ A ist einfach so, dass da hier schon viel früher eine Glucosurie vorhanden ist. Jetzt hat man aber festgestellt, dass diese Personen eben eine Mutation haben in diesem Sodium-Glucose-Transporter 2. Und dann hat man sich gedacht, ja, man kann das ja hemmen. Und wenn man das jetzt hemmt, hier noch einmal diese Reabsorption, die Glucose-Aufscheidung im Urin, oder die beginnt etwa so bei 10 etc. Wenn man diese Kurve, das ist nur schematisch gezeigt, wenn man diese Kurve jetzt, also diese Ausscheidung nach links verschiebt, also diesen SGLT2 hemmt, dann wird eben diese Reabsorption zu einem tieferen Niveau stattfinden und die Ausscheidung wird höher sein, also früher am Anfang. Also von dem her haben wir schon bei einem Blutzucker von 8, sage ich jetzt mal, eine Glucosurin und es wird weniger Glucose rückresorbiert, also haben wir weniger Glucose im Blut. Und das hat man dann weiterentwickelt und das erste Fluzin oder dieser SGLT2-Hemmer, der jetzt auf dem Markt bald erscheinen wird, ist das Dapagliflozin und Sie sehen hier diese unterschiedlichen Milligramm-Angaben und man sieht eigentlich bei allen Dosen eine signifikante HbA1c-Reduktion von etwa 0,6% bis 0,8%. Auf dem Markt wird wahrscheinlich so 5 bis 20 Milligramm kommen. Im Vergleich hierzu ein retardiertes Metformin-Präparat, das etwa das gleiche gebracht hat in dieser Handlung sehr kontrolliert. Wenn man die Effekte auf die Glucosurin und die metabolischen Effekte anschaut, man verliert etwa 50 bis 85 Gramm Zucker pro Tag. Die Glucose geht 0,9 bis 1,7 Millimol pro Liter zurück.
Das Interessante ist eben auch, dass diese Person auch Gewicht abnehmen über diese Studiendauer von etwa einem halben Jahr. 2,5% bis 3,4% des Körpergewichts. Aber sie haben ein höheres Proteinvolumen, also sie müssen noch ein bisschen mehr Wasser essen, bis fast einen halben Liter. Die Nebenwirkungen sind verglichen mit dem Placebo eigentlich hier von den Hypoglykämien zu vernachlässigen. Was wichtig ist, die Harnwegsinfekte sind ein bisschen häufiger und es gibt gewisse Berichte, dass genitale Infektionen ebenfalls häufiger sind. Die unbeantworteten Fragen, die man noch nicht so weiß, weil es auch noch keine Langzeitstudie gibt, der Langzeiteffekt ist noch nicht klar, wenn die Person dann immer gut eingestellt ist, ob diese Hemmung dann wirklich auch wieder wirkt, wenn eine Blutzuckerspitze kommt. Die Nebenwirkungen, die muss man sicher genau anschauen, und die Detaileffekte, weil die Dysphagie oder bei dieser vermehrten Menge Urinvolumen, dass die ältere Person aufstehen, dann Wasser lösen, umfallen etc., das ist noch nicht ganz, nicht studiert sicherlich. Die Langzeitsicherheit ist ebenfalls noch nicht bekannt und es hat sicher keinen Effekt bei den Niereninsuffizienten, schweren Niereninsuffizienten. Wenn man dies jetzt nochmals dieses Schema hier hinschreibt oder beachtet, Gewichtszunahme ebenfalls vorteilhaft mit diesen Flocinen, Hypoglykämie-Risiko gering. Die komplexen Therapien können ein bisschen einfacher werden, das kann man sicher den insulintherapierten Patienten dazugeben. Man kann es auch den Typ 1 Diabetiker geben, das wäre ein großer Vorteil. Das ist sicher, macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Die anderen drei Punkte kann man sicher aktuell noch nicht sagen. Ein Dia noch, was sonst so kommen könnte, sind die Entzündungshemmer, das IL-1-Rezeptor-Antagonist, das haben Sie vielleicht in den Medien auch gelesen, die Studien von Mark Donat, Anna Kinder und so, Mark 52. Das Salsalat ist ein altes Salicylsäurepräparat, das hemmt. Das senkt das HbA1c um 0,5% in den Annals, letztlich publiziert. Glucokinase-Aktivatoren werden vielleicht einmal kommen, das steigert die Abhängigkeit der Glucose. Also wird die Insulinsekretion in Abhängigkeit der Glucose gesteigert und die Glucagonrezeptoren am Körper, die nehmen hauptsächlich dann die hepatische Glucose. Das nur als kurze Erwähnung. Zusammenfassend möchte ich nochmals festhalten, dass die Inkretine sicher einen attraktiven und neuen Wirkmechanismus hat. Sie stimulieren glukoseabhängige Insulinsekretion, sie hemmen die Glucagonsekretion. Also das sind zwei Mechanismen, man kann eben auch dual sagen. Es gibt keine Hypoglykämien, außer wenn man es mit zu viel Nährstoffpräparaten kombiniert. Es gibt auch keine Gewichtszunahme oder keine dramatische Gewichtszunahme. Es ist bei den GLP-1-Analogas auch eine Gewichtsabnahme. Die GLP-1-Analogas sind meines Erachtens effektiv als DPP-4-Inhibitoren, machen aber ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Die Langzeiteffekte der Inkretine sind noch nicht bekannt, das muss man einfach wissen. Inkretin und Insulin wäre allenfalls eine attraktive Kombination, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Und diese SGLT2-Inhibitoren sind die nächste neue Wirkgruppe mit einem attraktiven Wirkmechanismus, die in größter Wahrscheinlichkeit auch auf den Markt kommen. Danke für die Aufmerksamkeit und bitte.